Und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword. So, wir beginnen ja hier mit dem Legolas mit dem weißen Hahn. Und er sagt, sehr gut, beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Es sah erst so aus, als würde Link nicht teilnehmen können, aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf meinen Signal sprintet ihr durch, drücken bla 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 und springt einfach runter ins Verderben. Vergiss dabei nicht, es zu drücken, sonst hättet ihr wirklich verloren. Sieger ist, wer als erstes durch Drücken von A die Vogelfigur in seinem Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Ja, Legolas. Gut! Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin ausgewählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen Jubiläum. Oh mein Gott, ey. Ja, wir wissen, dass das 25. Jubiläum von Zelda ist, dieses Spiel. Unsere Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreterin der Göttin, die ihre selbst angefertigte Preis dieses Jahr persönlich überreicht wird, ist, wie wir wissen, wie ihr wisst, Zelda! Ja, ich bin's. Zeigt es, ihr bei eurem täglichen Übung gelernt habt. Zeigt, was ihr in eurer täglichen Übung gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo, Alter, du Hund. Hey. Alle auf ihre Plätze. Leute, ich mach das, ey. Ich mach das. Los! Und tschüss, Bardo, du Hurensohn! Und los geht's! Ja, ich war der Erste, ich bin immer der Erste, ich bin der Schnellste, ich bin der Coolste und los geht's! Lol. Jetzt hab ich Mist gebaut. Okay, jetzt hab ich total Mist gebaut. Ich hab keinen Turbo mehr. Aber das brauche ich nicht. Den Vogel hole ich mir. So, oh verdammt. Muss ich wieder kalibrieren hier. Das wäre voll blöd. So, den Vogel hole ich mir. Den Vogel hole ich mir. Den Vogel hole ich mir. Also es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Also eigentlich schon einfach, aber bei mir leckt es gerade ein bisschen. So, zack. Zack. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da verlieren kann. So, zack. Na komm. Zack. Alter, du Drecksvogel. Ich hätte ihn eigentlich schon längst fangen können, irgendwie. Aber irgendwie komme ich hier gerade nicht klar. So, komm. Komm. Gib Gummi. Gib Gummi. Einfach Gummi. Einfach Gummi. Ja, genau. So, einfach nicht beachten die anderen. Einfach fliegen. Einfach so, wie ich es gelernt habe. Sag mal, muss ich höher fliegen? Liegt das da dran? Kann sein. So, so. Jetzt gebe ich mal Gummi. So, zack. Warum ist Bardo so schnell, Mann? So, jetzt langt's mir. Heute wissen wir, wie ich jetzt vorgehe. Ich werde hier voll Gummi runterdüsen. Und dann habe ich richtig Schwung hier. Und dann gebe ich jetzt Gummi. Und hol mir den Vogel. Von wegen. Alter, warum ist er so schnell?
Keine Ahnung, Leute, was da abgeht gerade. Ich bin gerade selbst gebasht. So, kriege ich den jetzt? So, jetzt, komm. Das sieht doch gut aus, komm. Alter, wie schnell ist der denn? Und wie fliegt der Mann, ey? Da war meine Fahrstunde ja etwas besser heute als meine Prüfung. So, los. Hol dir den. Na komm. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner. Hey, du Drecksack, ey, verpiss dich. Du wagst es nicht, dich mit Bardo anzulegen. Nimm dies, Kleiner. What the fuck? Ich dachte, hier wird nicht geworfen. Ist klar, ey. Geht krepieren und sterbe sogleich. Ich werde euch hier trotzdem fertig machen. So, spielen wir mal F-Zero. Im Flug, also im Flieg. What the hell? Fast einen Unfall gebaut, aber egal. Ist ja nur Fliegen. So, beim zweiten Mal werde ich es haben. So, zack. Es ist nicht so einfach. Das muss ich schon sagen. Wenn man das... Oh, Mann, du Huren! Oh. Wenn man das schon lange nicht mehr gezockt hat, dann kommt das schon ein bisschen wie ein Anfänger vor, als wenn man hier wieder fliegt. Aber es kommt schon rein eben. Komm, ist klar. Ey. Deine Mama, ey. Triffst mich nicht. Ich konzentriere mich mehr auf das, was sie werfen, als auf den scheiß Vogel da vorne. So, scheiß auf alles. Jetzt mach hier den Vogel. Ey. Na komm. Der ist doch nicht weit weg. Alter, wie lange dauert das noch? Das dauert ja ein ganzer Scheißpaar. So, komm. Jetzt aber. Na komm. Alter, wohin biegt der ab, ey? Bieg doch nicht da hinten ab, Mann. Willst du, dass der Bardo gewinnt oder was, ey? Ey, so lange habe ich noch nie gehungen hier. Also, ich glaube, das dauert mir viel zu lang. Ach, die werfen mich ab. Klasse, ey. So, jetzt aber. So, zack. Komm, flieg schneller. Vielleicht muss ich einfach viel mehr abbremsen, was ich nicht mache hier die ganze Zeit. Ja, ich muss mal mehr abbremsen. Oh ja, mit abbremsen. Eigentlich fliegt man nicht langsamer, wenn man abbremst. Aber es fliegt sich angenehmer. Viel angenehmer. Also mit B abbremsen. Mit B abbremsen und immer darauf achten, nicht getroffen zu werden. So, komm, jetzt hole ich mir den. So, jetzt hole ich mir den. Fangen. Jawohl. Geschafft, ey. Oh, du hast eine scheiß Vogelfigur. Oh Mann, ey. Das hat so lange gedauert, ich hätte schon. Das hat jetzt 10 Minuten fast gedauert. Na gut. Wow, springen wir doch nicht immer hinterher. Oh, dich fangen schick. Meine Prinzessin. Oh mein Gott, hat sich das okay angehört. Und? Wollen wir es hier gleich in die Luft machen? Sei nicht so so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Link. Und? Zur Belohnung vögeln wir. Spaß. Die Zeremonie geht hier weiter. Auf zur Statue der Göttin. Ja, dann machen wir es auf der Statue.
Link, du musst nun die Vogelfigur der Göttin da bringen. Ja, ist klar. Bitteschön. Tada! Ta-da-da! Tada! Oh, die Harfe. Die kriegen wir auch später. Aber sehr, sehr viel später. Dauert noch. Ist das nicht schön, der Klang der Musik? Wie die spielt. Phönix fliegt darum und ihr Vogel. La 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 la. So. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte, schenkt dir die Göttin ihre Segen, auf dass die Winde dir und deinem vogeligen Vogel stets gewogen sein möge. Singt die das oder redet sie es normal? Keine Ahnung. Als sie letztens gesungen hat, war es auch gelb. Deswegen habe ich versucht zu singen. Oh, die hat sich ausgesungen. Nee, die redet normal. Verdammt. Ich habe versucht zu singen. Verdammt. Peinlich. Deswegen der Göttin ein weißes Segel. Tanzend im Wind für dich. Oh yeah, das riecht noch nach ihr. Ah, der Parascha von ihr. Mit ihm kannst du auch... Nein, sage ich jetzt nicht. für was anderes verwenden. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Diese Parascha-Mann sagt, dass die Göttin ihn seit Jahrzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Danke, Link. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Weißt du, was wir jetzt machen? Oh yeah. Oh, du bist so wild. So, das war's für heute. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht. Ich habe Angst. Ja, komm. Ich habe Angst. Tut mir leid, aber ich glaube, jetzt bist du gefragt. Okay. Sie will es wirklich. Okay. Reiß dich zusammen. Von hier aus springst du runter. What the fuck? Siehst du, das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin. Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, dann, ja, mit dem Paraschall machst du B und ja, du öffnest den Paraschall erst im letzten Moment und um deinen hellen Mut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Ich hab mir was anderes vorgewählt! Wow, what the fuck, schon wieder, ey. Einfach schubst sie uns runter, ey. Die will uns töten. Die will uns wirklich töten. Wow, 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 letzter Moment! Das war aber knapp. Das ging wohl daneben. Ey, Leute. Fand ihr es wirklich, dass es daneben war? Ich hab's im letzten Moment gemacht, wie sie gesagt hat. Und ich war noch im Kreis drin. Du Schlampe. Ja, jetzt geht's nicht. Platsch. Ach, komm. Ich komm. Die Fernbedienung, die ist auch nie richtig kalibriert. Die muss man immer wieder kalibrieren. Das ist so kacke, ey, die Steuerung. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da habe ich auch damals gehungen etwas. So. Ach, verdammt, so früh. Das war vorhin eigentlich drinne. Beim ersten Mal. Ich war im Kreis drinne, von wegen. Ich hab's nicht getroffen. Oh, Mann, ey, das... Relax. Ist nur ein Mädchen.
Lass sie reden. Relax. Dafür krieg ich's heute Abend mit ihr. Ja, ja. So, jetzt aber. Wenn du jetzt wieder sagst, dann... Oh, das geht... Sag mal, ist das Heldenmodus, dass man direkt in der Mitte treffen muss, oder was? Mitte des Runden... Oh, bestimmt, ey. Boah, ey. So, ey, ganz normal. Ja, jetzt hab ich's gepackt. Auf jeden Fall, mir egal, das war... Mann, hat das lange gedauert, aber echt. Aber gerade mal so noch gepackt, ey. Das hast du toll gemacht, Link. Jetzt bin ich feucht. Ah, gut, super. Jetzt bin ich aber sauer. Weißt du, wie lange das gedauert hat? Schande über dich. Ach, ich hab schon vorher am Anfang gepackt, ey. Direkt der erste Anhieb. Schande über dich. Ach, lass mich bloß in Ruhe, ey. Ich will nichts von dir wissen heute Abend. Sag mal, Link. Jetzt hast du schon gewonnen. Und warum wackelst du so? Ja, das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht so stark und ja... Ja, ich warte. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Oh, lieben gern. Ich wollte es schon immer mal bei den Wolken versuchen und so, ja, ja. Okay, los. Nee, jetzt ein bisschen ernster bleiben. Link, hör mal. Link. What? Was ist? Ich fliege gerade, ich schille. Was ist? Kotz dich aus. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt so zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Ja, ja, beruhig dich. Ich bin ja da. Ich beschütze dich auch, glaube ich. Weißt du was, Link? Was ist? Du und ich, wir... What the fuck? Ich wollte gerade sagen, wie ich in Liebe und ein Vögel bin. Und ja, jetzt geht's gar nichts. Hey, was? Wow, wow. Ein Unwetter, aber scheiß drauf. Wow, Phoenix, beruhig dich. Was ist das? Oh oh. Hilfe, Link! Ich komme, Babe! Oh, scheiße, aua, meine Fresse. Oh, Phoenix, hey, rette mich mal, du blöder Vogel. Scheiße, gell? Das war's wohl. Prinzessin Zelda, oder einfach nur Zelda, sie ist ja keine Prinzessin. Nur die Tochter eines Direktors von der Schule. Link. Link. Die muss ich jetzt anders reden. Link. Sie muss ich... Das ist eine Sie. Das ist Pi. Unsere Begleiterin. Ich warte auf dich. Boah. Die Zeit ist... Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um... Okay, viel zu zweideutig verstehe ich das jetzt. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Link. Link. Was? Ja, ja. Wow. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ich schritte dich. Link, ich werd gefressen und du hilfst mir einfach nicht geschlafen. Was? Was ein Albtraum. Ich dachte wirklich selber gefressen. Mein Glück. Endlich bist du wach. Aufgewacht. Oh. Als ein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hättet ihr keine große Verletzung davongetragen. Wir? Okay, dann war's doch richtig. Okay, Zelda ist auch verletzt. Scheiße. Oder ist Zelda... Link. Was ist mit Zelda geschehen? Was? Die ist nicht bei euch? Wart ihr zusammen unterwegs? Ja, aber... Keine Ahnung, wo sie ist. Was ist mit meiner Tochter?
Ja, es war so und so und ja, da kommt ein Wirbelsturm und die kann nicht fliegen, du weißt ja, Frau am Steuer und so, ja, und ich konnte sie nicht mehr beschützen und so und ja, ja, du weißt. Oh, Schande über die Weiber mit Fahnen und so. Spaß. Spaß jetzt, wirklich Spaß. Ein schwarzer Wirbelwind, das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Ja, sagst du mal was Richtiges, du Affe. Was war das? Egal, interessiert mich nicht mehr. Ich zieh mich mal an. Und du darfst dich noch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Link. Als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Ja, die hat irgendwie welche Stimmen gehört und so behauptet sie. Ich dachte, sie sollte mal zum Psychiater, aber sie wollte nicht. Vom Erdland hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt? Interessant. Oh, entschuldige. Ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen, wie dem auch sei. Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Oh, wir haben's Nacht. Es ist dunkel. Ja, das ist geil. Wir können im Wolkenhort einmal dunkel rumlaufen und tags rumlaufen. Hör mir zu, Link. Mach dir keine Sorgen, Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. Was ein geschillter Vater. Jeder Vater macht sich Gedanken um ihre Tochter. Und schon gerade um ihre Tochter. Söhne ist was anderes, aber Tochter am meisten. Und der schillt da rum, ey, und sagt, ihr geht's gut. Sie wird halt so und so durchgenommen, vielleicht, aber ihr geht's gut. Ihr geht's gut. Ihr geht's gut. Prima. Alles prima. Ja, ihr geht's gut. Ja, ich bin halt ihr Vater und so, mir ist das scheißegal. Aber egal. Ja, okay. So, wir wollen ja reich werden, darum mache ich nochmal meinen Schrank auf, nehme mir die 5 Rubinen und... Soll ich jetzt raus? Ja, jetzt geht's rund. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Da ist sie. Meine Damen und Herren, hier ist Pi. Viele Leute finden sie nervig. Viel nerviger als Navi und sonst irgendjemand als Gehilfe. Und damit würde ich sagen, sie haben alle vollkommen recht. Navi, also unsere Fee aus The Legend of Zelda Ocarina of Time, die ist gar nicht nervig. Ich fand die noch nie nervig. Das ist mein Favoritspiel. Also wirklich hier top. Bis auf Zelda Skyward Sword, da bin ich mir jetzt unsicher. Das ist wirklich ein geiles Spiel hier, weil ich jetzt gerade Let's Play. Auf jeden Fall, ich finde Pi schon nervig, aber es geht. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Sie ist noch in Ordnung. Human, sage ich mal so. Aber Leute, ihr fragt euch bestimmt, warum ich hier so rumlaufe und so im Kreis rumlaufe und so. Ich werde jetzt erstmal rausgehen, speichern so. Ja, es geht zum Ende zu. Ich will jetzt langsam Schluss machen. Für diesen Part langt das auch alles. Also. Da vorne ist Speicherplatz. Komm, Pi, verpiss dich mal. Ich will speichern. Ja, will ich speichern. Speichervorgang. Dankeschön. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also sage ich schon mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.